Hallo und herzlich willkommen auf ihrerader.de. Wir wollen uns nun anschauen, wie man anhand eines Graphen den zugehörigen Funktionsterm bekommt. Es handelt sich hier um ganz rationale Funktionen, also Funktionen des Types x hoch 4 plus irgendwas x hoch 3 und so weiter. Und wir wollen uns schauen, wie wir hieraus dann den zugehörigen Funktionsterm bekommen. Schauen wir uns zuerst f von x an. Das ist dieses w hier, das wir in schwarz gezeichnet haben. Wie können wir hier den Funktionsterm bekommen? Na, dazu helfen uns die Nullstellen. Wir haben hier Nullstellen bei minus 4, bei minus 2, bei 2 und bei 4. Das heißt, wenn wir uns jetzt erinnern, dass wir eine Funktion in Linearfaktoren zerlegen können, wissen wir schon mal, dass die Funktion f von x die Bestandteile haben muss für minus 4 immer umgekehrt, also x plus 4, x plus 2 für diese beiden Nullstellen. Und dann natürlich noch x minus 2 und x minus 4. Jetzt haben wir alle Nullstellen darin verarbeitet. Es könnte allerdings sein, dass die Funktion nach oben und nach unten gestreckt oder gestaut ist. Deswegen müssen wir hier noch einen unbekannten Vorfaktor a davor schreiben, den wir jetzt berechnen müssen. Nun, wie können wir a berechnen? Dazu nehmen wir einen Wert, den wir kennen, dieser Funktion. Meistens nimmt man Werte entweder für 0 oder für 1, die man einfach einsetzen kann. Für 0 haben wir den Wert 8 gegeben, diesen Hochpunkt. Versuchen wir den mal einzusetzen. F von 0. F von 0 ist 8, also wir schreiben gleich 8. Gleich, und jetzt setzen wir hier überall 0 ein. Das heißt a mal 0 plus 4 ist 4. 0 plus 2 ist 2. 0 minus 2 ist minus 2. 0 minus 4 ist minus 4. Rechnen wir das weiterhin aus. Das steht also da, 8 gleich a mal, 4 mal 2 ist 8, mal minus 8. Das heißt 8 gleich minus 64a. Nun, wir führen jetzt a aus, wir teilen durch minus 64. Und das heißt a entspricht 8 geteilt durch minus 64. Nun, 8 durch 64 kann man noch kürzen. Entspricht minus 1 Achtel. Das heißt, die Gleichung, die wir jetzt endlich rausbekommen für f von x, ist minus 1 Achtel mal x plus 4 mal x plus 2 mal x minus 2 mal x minus 4. Das ist f von x. Nun, wie können wir diese zweite Gleichung g von x herausbekommen? Da ist es ein bisschen schwieriger, weil wir hier bei der Stelle minus 1 die sogenannte doppelte Nullstelle haben. Versuchen wir das trotzdem herauszubekommen. G von x. Welche Nullstellen haben wir? Bei minus 1 die doppelte Nullstelle. Das heißt, wir müssen das ins Quadrat schreiben. Das heißt, x plus 1 wieder umgekehrt. Hoch 2 für die doppelte Nullstelle. Weil es ja nur berührt. Das heißt, allgemein kann man sagen, wenn sie schneidet die x-Achse, haben wir eine einfache Nullstelle. Und wenn sie sich nur berührt haben, eine doppelte Nullstelle. Und wenn wir dann noch so einen Sattelpunkt drauf haben, ist es eine dreifache Nullstelle. In diesem Fall haben wir noch zwei weitere einfache Nullstellen. Bei 2, das heißt x minus 2. Und bei 3, also x minus 3. So, jetzt brauchen wir wieder das a, weil das kann ja beliebig nach oben oder nach unten gestreckt sein. Hier haben wir die Möglichkeit, 0,6 als Punkt zu nehmen, der hier vorgegeben ist. Setzen wir das mal ein. G von 0. Gleich 6, gleich a mal, jetzt setzen wir 0 ein, 1 ins Quadrat ist 1, 0 minus 2 ist minus 2, 0 minus 3 ist minus 3, das heißt 6 gleich minus 2 mal minus 3 ist plus 6, mal 1 ist 6, also 6a, teilen wir durch 6, bekommen wir aus a ist 1. Das heißt, g von x hat einfach die Form, a können wir weglassen, das heißt x plus 1 ins Quadrat mal x minus 2 mal x minus 3. So bekommt man aus einem Funktionsterm, aus einer Grafik, die so genannte Funktionsterm. Danke.